Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringray. Wir spielen mal wieder Super Mario Maker. Ihr seht es, ihr kennt es, ihr liebt es vielleicht oder so. Und wir spielen jetzt mal wieder ein paar eurer Level. Hoffentlich ein paar von euren Leveln. Ich bin ja mal gespannt, wie weit wir so ungefähr kommen. Und der erste Level des heutigen Tages, der Glückliche. Der, dessen Level ich spielen darf, kann, soll, wie auch immer. Es handelt sich um Freaky, bei dem ich jetzt mittlerweile weiß, dass er durch und durch männlich ist. Gut, Entschuldigung nochmal für eines der letzten Male, wo ich das nicht so hundertprozentig wahrhaben wollte oder so. Gut, okay, ID seht ihr unten links. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitspielen. Renn so schnell du kannst. Das klingt wie ein Motto, das man beherzigen kann. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal so schnell wie ich kann zu rennen. Ach, das ist Scroll-Level. Aha. Interessant. Interessant. Gut. Lass mich raten. Ich werde hier die ganze Zeit von... Oh, oh, das ist interessant. Bombs. 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 Ich werde hier die ganze Zeit so dämlich vom Bowser verfolgt werden. Item, Item, Item. Danke, danke, danke. So, ups, Hilfe. Und sollte mir dementsprechend Gedanken und Sorgen machen. Scheint ein kurzer Level zu sein, wenn die Zeitbegrenzung so, ja, so ist, wie sie halt ist. Aber auch das ist gut zu wissen. So, Bowser, geh mir nicht auf den Kranz. Bowser, deine komischen Feuerbälle, die nerven ein ganz kleines bisschen. Bowser, geh weg, geh. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wow. Okay. Bis hierhin alles gut. Bis hierhin alles gut. Bis hierhin nicht alles gut. Was tust du? Was tust du? Geh weg. Du aller kleiner Bowser-Knilch. Das ist nicht dein Ernst. Ach komm. Der macht seine Feuerbälle aber auch genau so, dass die richtig schön stören. Das ist wundervoll. Okay. Kann man hier oben irgendwas abkürzen? Nein. Kann man ihn besiegen? Prinzipiell müssen wir Bowser doch auch besiegen können, oder? Wofür schmeißt du denn diese ollen kleinen Bomben hier? Au, oh, durch die Gegend. Ich habe vergessen, dass das hier nicht wirklich... Das funktioniert ja nicht, oder? Ich wollte jetzt in bester Super Mario World Manier die Bombe nach oben werfen. Aber... Nee, das geht nicht. Du kannst das im New Super Mario Bros. U Setting nicht so machen. Kann ich auf Bowser draufspringen? Nein, das geht nur bei Bowser Jr. War mir nicht bewusst. Tut mir leid. Also, das war jetzt tatsächlich etwas, was ich ausprobieren musste. War mir diesbezüglich einfach nicht bewusst und klar. So, Bowser, ich mag dich überhaupt nicht. Vor allem nicht, wenn du mich schubst. Wunderschöner Level. Ja, das ist ein freaky Level. Meine Damen und Herren. Das einzige Problem, was ich so mit dem Level habe, mal davon abgesehen, dass ich halt echt schlecht spiele und so, ich finde halt, das ist ein bisschen... Die Level-Idee ist nett, aber sie basiert halt sehr auf Zufall. Weil du weißt doch... Ach, Mann. Du weißt doch im Vorfeld nicht, wie sich Bowser verhalten wird. Also, bei deinen unzähligen Testläufen hier durch das Level... Wirst du das ja hoffentlich, denke ich, auch irgendwie so ein bisschen festgestellt haben. Weil du wirst nicht immer gleich gespielt haben. Das glaube ich irgendwie nicht. Aber wahrscheinlich wirst du dich wirklich um Bowser gekümmert haben, könnte ich fast davon ausgehen. Was ich auch furchtbar gerne einfach probieren würde. Mal gucken, ob es mir auch andeutungsweise gelingt. Bowser, fliege nach oben. Bowser, fliege sehr weit nach oben. Bowser, mach mich nicht unglücklich. Verdammt. Na gut. Wie viele Treffer braucht er wohl mit der Bombe? 5, 6, 10? 6 wäre wahrscheinlich, oder? 6 ist eine gute Zahl für einen Endgegner. Endgegner in Videospielen haben... Danke. Endgegner in Videospielen haben meistens so ein... Ja... Also die Zahl 3 ist sehr beliebt einfach. Aber die Zahl 3 ist in vielerlei Dingen sehr beliebt, weil es einfach eine wunderbare Zahl ist. Eine quasi heilige Zahl. Und die kann man halt für allen möglichen Schmonz irgendwie verwenden. Dementsprechend auch für
Wow. Für Videospiel-Endbosse und so. Also drei Treffer halt und dann ist der Boss Geschichte. Ein bisschen eingebürgert hat sich durchaus auch ab und zu mal halt 6 Treffer. Okay, na gut, sowas wie 5 Treffer oder so hat es auch gegeben. Es hat beim Bossen eigentlich schon fast alles gegeben. Deswegen kann man das nicht richtig pauschal sagen. Aber wenn ich jetzt mal so eine Statistik führen würde über all die Spiele, die ich in meinem Leben, in meiner Vergangenheit schon gespielt habe, wenn ich da so eine Statistik führen würde, würde ich doch einfach mal fest von ausgehen, dass es bei den allermeisten Spielen wirklich so war, dass man die Bosse 3-mal treffen musste, damit da irgendetwas Glorreiches passiert. So, Bowser, verzieh dich. Verzieh dich. Du sollst dich sowas von vom Acker machen. Verdammt. Ich wollte den Pilz noch nicht einsammeln, aber egal. Ach komm. Nee. Ey, warte. Warte. Der ist einfach da abgeprallt. Also an der Clownskutsche kann ich es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Aber warum bin ich bei Bowser jetzt so heftig abgeprallt? Knallt. Ihr wisst, also, das war jetzt einfach nur fies. Und dumm. Und doof. Und die Position von Bowser war auch dämlich. Und das Level erreicht nicht gerade Hering-Sympathiewerte. Würde ich jetzt an der Stelle schon mal anmerken. Es geht so leicht in die Richtung, könnte nervig sein. Und ob das so was Gutes ist, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, machen wir hier ein paar mehr, mach ein paar mehr Bomben. Genau auf mich drauf. Oh. Bowser, warum tust du mir das an? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh. Da weiß man doch wieder, warum Scroll-Level zum einen für die Pest sind und ja, warum es zum anderen immer doof ist, in Videospielen verfolgt zu werden. Das ist ein Konzept, was sich eigentlich noch nie durchgesetzt hat, beziehungsweise nie hätte durchsetzen sollen, wollen, wie auch immer. Oh, das war jetzt ein bisschen... Das war im ersten Moment schön, weil Bowser da festhing, aber der Gute ist mir ja ein bisschen zu... er ist mir zu gut darin, irgendwie aus so einer dämlichen Falle herauszukommen. Oh Mann, mach keinen Scheiß. Ja toll, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Nee, könnte gut gehen. Bis zu... Boah, gib mir den ollen Pilz. Danke. So, was passiert hier? Was muss ich tun? Ich weiß nicht. So, hier drauf gehen. Okay, und dann? Scrollt doch alles zu langsam. Und dann? Was muss ich tun? Ich weiß es doch nicht. Wow. Oh, hat gereicht. Okay. Jetzt bin ich verblüfft, verwirrt, wie auch immer. Ich möchte dich gerne kaputt hauen. Scheiße. Nein, oh Mann. Jetzt schon wieder so dämlich abgeprallt. Warum? Warum tust du mir das an? Oh, Freaky, warum tust du mir das an? Manchmal habe ich echt den Eindruck, ihr mögt mich einfach nicht. Das ist unfassbar. Ich meine, ich versuche echt immer so nett zu sein. Ich versuche überwiegend echt nett zu sein. Wofür ich mich teilweise auch echt anstrengen muss, weil ich jetzt allgemein echt nicht dafür bekannt bin, dass ich sehr viele Leute mag. Aber ich streng mich diesbezüglich, also ich streng mich an, irgendwie nett zu den Leuten zu sein, die meine Videos gucken. Und dann im Gegenzug wird mir sowas Arschiges hier angetan. Und dann wundern sich die Leute wieder. Oh, Hering, Mensch, könntest ja ruhig ein bisschen netter mal sein oder so, wenn ich dir was schreibe. Oh, okay. Ich hab den Level kaputt gemacht. Cool. Na gut. Dann nehme ich das jetzt so hin. Und freue mir einen Keks. Oder so. Okay. Unter mir war jetzt einfach nur Frohsinn und Freude. Ja, gut. Frohsinn und Freude eingesammelt. So. Jetzt kann ich es mir nur noch selber kaputt machen. Das ist eine gute Prämisse. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hör bitte. Hör bitte. Hör bitte. Hör bitte. Okay. Bis hierhin alles gut. Bis hierhin alles gut. Bis hierhin, was zum Teufel? Hilfe. Hilfe. Was muss ich tun? Einfach warten. Ich hätte schon längst springen können.
Egal. So. Und fertig. Dankeschön. Cool. So. Ja, der Zufall kam mir zu Hilfe. Na und? Ist mir doch egal. Geschafft ist geschafft. Ja. Level beendet und so. Ja, wenn Bowser am Anfang eingeklemmt wird und nicht hinterherkommt, ist es einfach. Das sehe ich auch so. Ansonsten eher nicht. Gut, kriegst deinen ollen Stern. Und jetzt kurze Notiz. Nie wieder Freaky Level spielen. Okay, hab ich notiert. Kriegen wir in Zukunft hin. So, was erwartet mich denn jetzt für ein frohsinniger Level? Ich schau mal kurz. Hapatapata, nehmen wir kurz mal das hier und den und dort und überhaupt und sowieso. Ich glaube, das ist auch wieder ein sehr, sehr netter User, der mir auch einen sehr, sehr netten Level einfach mal hinstellt. Es handelt sich um Simon Castle Run 0%. Ja, viel Spaß. Okay, naja, was soll's. Ich habe mich irgendwie darauf eingestellt, dass heute auch sowas passiert. Was zum Teufel? Ja klar. Weil wir ja gerade festgestellt haben, dass... geil. Dass Scroll-Level so eine unfassbar geile Idee sind. Und dass das so Level sind, die man unglaublich gerne spielt. Mhm. Als ob die sich abgesprochen haben oder so. Da haben sie es nicht. So, das kann ich mehr oder weniger bezeugen. Das ist absoluter Zufall, dass die direkt nebeneinander in der Tabelle stehen. Also, ich bin verblüfft und gleichzeitig schockiert. Sagen wir es mal so. So, ich möchte hier hin. Ich möchte springen. Springen wäre eine gute Idee gewesen. Eigentlich bin ich in meiner Welt auch gesprungen. In einer anderen Paralleldimension würde das Video jetzt an der Stelle eigentlich auch weitergehen. Also, das Video wäre da hinten an der Stelle weitergegangen. Stattdessen dürfen wir uns jetzt wieder den Anfang angucken. Blöd, dass ihr in dieser Parallelwelt seid, oder? Tja. Man kann sich das leider im Vorfeld nicht aussuchen, fürchte ich. Ich glaube, ich bin sowieso generell ein Befürworter der Theorie, dass die Welt, in der ich mich hier gerade befinde und in der ich meine Videos einfach so aufnehme, dass diese Welt so ziemlich die blödeste aller Parallelwelten ist. Weil in dieser Parallelwelt passieren immer irgendwelche saudummen Dinge. Ich kann es mir nicht anders erklären. Das ist einfach Pech und Schicksal, wie auch immer. Upsala! So, okay. Das war schön. Das war... geht so. Was muss ich tun? Keine Ahnung. Weiter. Was? Ich habe keine Ahnung, wie ich den Wandsprung da setzen muss. Gut. Cool. Ich weiß es nicht. Das war jetzt... da hatte ich zu wenig Platz zum Gucken. Keine Ahnung. Ist mir jetzt so nicht bewusst gewesen, wie ich das hätte schaffen sollen. Ach, verdammt. Ihr immer mit euren scheiß Förderbannern. Mein Gott. Ich baue die auch nicht meine Level ein. Das hat schon einen gewissen Grund. Weil das absolut dämliche Dinge sind, mit denen man sich nicht beschäftigen möchte. So, okay. Hering ist ein bisschen aggro. Ups. Nein! Nimm das Scheißding doch nicht in die Hand. So! Bitte! Kurze Frage. Ja, nee. Oh, nee. Oh, ich bin verwirrt. Verblüfft. Wie auch immer, dass es funktionieren konnte. Was zum Teufel willst du? Warum? Hilfe. Hätte ich jetzt noch irgendwas anderes? Ich weiß es nicht. Wozu war da oben das Dings da? Hilfe! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Warum macht man sowas? Ich verstehe es nicht. Warum tut man sich das immer selber dann hinterher an? Ich verstehe das nicht. So. Also, einmal hier, einmal da, einmal dort. Zack, zack, zack. So, okay, ganz langsam. Ganz gechillt. Einfach so hier durch. Ups, alle einfach. Ja. Einfach so hier durch. Ist klar. Schöner Level. Sehr schöner Level. Also, ich muss meinen Notizblock gleich mal ein bisschen auffrischen. Neben Freaky ab sofort auch Simon-Level meiden. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Die Stelle ist... ich hasse das einfach mit diesen Förderbändern. Es ist
wirklich nicht wahr. Weil das Abspringen von dort nicht so einfach ist, beziehungsweise eigentlich doch einfach ist, aber nur wenn man halt die richtige Geschwindigkeit drauf hat. Und diese richtige Geschwindigkeit, die hat man hier in dem Moment einfach nicht drauf. Und die Plattform ist so klein und das Trampolin ist auch so klein und das hier ist alles doof. Und ich will hier einfach nur durch. Ich will hier einfach nur durch. So, okay, was muss ich tun? Ich mach so, ich mach so, ich mach so und stehe zufälligerweise richtig. So, gib mir eine Bombe. Gib mir eine Explosion. Gib mir irgendwie den Weg hier weiter durch. Danke. So. Einfach drüber. Aha. Einfach. Was zum Teufel muss ich jetzt tun? Ach so. Genau. Haha. Hihi. Huhu. Ich bin wieder tot. Ich bin wieder tot. Ich weiß es. Ich weiß es. Weil irgendwas passiert ist. Irgendwas passiert ist. So, Moment. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hallo, Bowser Jr. Warum bist du hier? Was zum... Was? Was? Okay. Bowser Jr. nervt erstmal. Cool. Kamek nervt auch. So, um Kamek gekümmert. Ah. Warum war ich jetzt der felsenfesten Annahme anheimgefallen, dass Bowser Jr. erledigt gewesen wäre? Jetzt ist er erledigt. Cool. Ich habe meine Ruhe. Kann ich jetzt bitte das Trampolin dort auf dem Block wieder drauf haben? Dankeschön. Damit ich hier vielleicht hochgehen kann, um dann hier bitte nicht an dem ollen kleinen Stachy zu sterben. Es wäre so schön und nett. Oh Gott. Das war jetzt heute mal wieder ein bisschen mehr Arbeit. Das finde ich nicht gut. Ihr. Ich sitze jetzt hier mit meinem erhobenen Zeigefinger, gebe dem ollen Simon seinen Stern und sage fui fui fui. Warum macht ihr denn solche Level? Das geht ja mal überhaupt gar keine Kuhhaut. Gut. Okay. Zumindest kann ich mich jetzt in die glorreiche Riege der Leute einreihen, die dieses Level geschafft haben. Falls ihr dieses Level hier unter Umständen auch einfach mal schaffen wollt, machen wollt, wie auch immer. Da unten links seht ihr den Code. Simon würde sich bestimmt total drüber freuen. Ja, müsst ihr selber wissen. Gut. Okay. So. Das war anstrengend. Dementsprechend mache ich jetzt erstmal wieder eine Pause. Und begrüße euch hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit irgendwelchen Leveln, die mir vielleicht nicht den letzten Nerv rauben. Es wäre zumindest ganz nett. Ich sag für den Moment dann aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.